Herzlichen Dank. Guten Abend zusammen. Danke für euer zahlreiches Erscheinen. Ich möchte mich als erstes im Namen der Tessiner Regionalgruppe bei allen, die diesen wichtigsten Etappensieg ermöglicht haben, ganz herzlich bedanken. Auch bedanke ich mich ganz herzlich bei meinen Tessiner Mitstreitern. Ich persönlich habe zum ersten Mal im großen Stil Unterschriften gesammelt. Neben dem rein technischen Aspekt der Gespräche war es auch eine kleine Sozialstudie und auch vom sozialpsychologischen Standpunkt her eine sehr interessante Erfahrung. Manche Gespräche fanden auf einer anderen Ebene als der rationalen und technischen statt. Man kam dann gar nicht dazu, in die technischen Details zu gehen, weil schon vorher eine psychologische Mauer aufkam. Falls Jung gelauscht hat, hat er wahrscheinlich über manche Gespräche seine helle Freude gehabt und vielleicht darüber einige Traktate geschrieben. Die Mythen Geld und Gold sind zum Teil tief verwurzelt. Und das kollektive Unbewusste scheint auch bei unserer Vorstellung des Geldwesens eine Rolle zu spielen. Diese Mythen werden natürlich auch bewusst aufrechterhalten. Der belgische Finanzexperte und ehemaliger leitender Angestellter der belgischen Zentralbank Bernard Lieter sieht denn auch in seinem Buch Mysterium Geld den Archetyp, der beim Geld eine wichtige Rolle spielt, in der großen Mutter, dem Ernährer, dessen Unterdrückung in der Gesellschaft die beiden Schatten Gier und Knappheit entstehen lässt, die durch die Angst miteinander verbunden sind. Ich hoffe, dass die Vollgeldinitiative dazu beitragen kann, sowohl das Geldwesen etwas zu entmystifizieren, als auch durch ihre überwältigenden Vorteile die dann manchmal eintretende kognitive Dissonanz, die auch Thomas Mayer in seinem Buch beschrieben hat, zu überwinden. Wie wahrscheinlich alle Sammler haben auch wir im Tessin ein breites Spektrum an Reaktionen erlebt. Das ging von zum Glück vereinzelten Beschimpfungen bis Gratulationen und Komplimente mit Händeschütteln. Die Schimpfenden hatten jedoch nicht spezifisch etwas gegen unsere Initiative. Das waren einfach nette Menschen, die sich gestört fühlten, weil jemand überhaupt etwas ändern will. Und dafür auch noch mit einem Tisch auf der Straße rumsteht und sie blockiert und verunstaltet. Außer natürlich, es ist ihre eigene Partei. Auf einer wahrscheinlich anderen Ebene als der tiefenpsychologische fand das Gespräch mit einer etwa 40-jährigen Frau statt, die ebenfalls keine Notwendigkeit für Änderungen sah und anscheinend in der besten aller möglichen Welten lebte. Sie konnte im Finanz- und Geldsystem nirgends Probleme erkennen. Ich war ein wenig überrascht, weil wir an einem Fest der AMCA waren. Das ist der Aiuto Medico Centro America, also die medizinische Hilfe für Zentralamerika. Das fast auch ein Treffen der Tessiner Sozialisten war und bis dahin die einzige kategorische Verweigerung der Unterschrift von einem Anarchisten kam. Mir kam deshalb irgendwann der Verdacht, dass sie vielleicht bei einer Bank arbeitet. Ich legte mir also schon die Argumente für die Banken zurecht und fragte sie, ob sie bei einer Bank arbeiten würde. Doch sie antwortete, nein, ich arbeite bei der Arbeitslosenkasse. Von dem Moment an konnte ich nicht mehr sagen, was ich dachte. Denn sonst hätte ich sie gefragt, ob sie denn aus Angst, Kunden zu verlieren, nichts ändern wolle. Denn Krisen und Instabilität sind Garanten für ihren Arbeitsplatz. Ich sagte nur, dass sie dann ja die Auswirkungen der Fehler im heutigen System selbst erleben würde, doch sie meinte, wir hätten ja nicht so viele Arbeitslose. Ich konnte ihr zumindest noch die Unterlagen mitgeben und sie versprach, sie zu lesen. Auf einer nicht sachbezogenen, emotionalen und instinktiven Ebene kam die Entscheidung zur Unterschrift eines älteren Herrn zustande. Dieser kam direkt auf unser Stand zu, nahm einen Kugelschreiber und fing wortlos an, das Formular auszufüllen. Ich ging also zu ihm hin und sagte, ich nehme an, Sie wissen in dem Fall schon, um was es geht. Er schaute mich an und sagte, nein, doch hier gefällt mir. Das war wahrscheinlich unsere einfachste Unterschrift. Ich habe ihm dann die Initiative trotzdem noch erklärt. Eine symbolträchtige Szene, die ich leider nicht fotografiert habe,
Da mir die Symbolik erst nachträglich bewusst wurde, war die Sammlung an einem Samstag kurz vor den letzten Wahlen am Markt in Bellinzona. Die Plätze für politische Stände sind hier sehr beschränkt und entsprechend umkämpft. Wir waren mit unserem bescheidenen 1,60 Meter Stand da. Rechts von uns waren FDP, CVP, SVP und die Lega dei Ticinesi, zum Teil vereint und mit riesigen Ständen. Links war die SP mit einem großen Stand. Die war wirklich links. Vis-à-vis von uns waren die Grünen und die Partei der Arbeit, letztere ebenfalls mit einem kleinen Stand wie unserer. Wir waren so sehr zwischen den großen Parteien eingeklemmt und von deren Ständen überragt, dass ein paar Wähler sogar dachten, wir würden für eine Initiative einer Partei sammeln. Wir haben bei den ersten diskret geschwiegen und uns ahnungslos gestellt, doch dann hat unser Gewissen uns trotzdem dazu gebracht, uns jeweils als parteilos zu outen. Ich habe euch jetzt noch eine kleine Grußbotschaft aus Italien mitgebracht, und zwar von Marco Saba. Marco Saba ist Ökonom und Präsident des Istituto di Alti Studi sulla Sovranità Economica e Monetaria in Mailand, also das Institut für höhere Studien über die wirtschaftliche und monetäre Souveränität. Trotz allen unterschiedlichen Hürden, die es bei manchen Wählern zu bewältigen gibt, hat bei uns im Tessin die überwiegende Mehrheit derjenigen, die sich Zeit nahmen, kurz zuzuhören, auch unterschrieben. Wir hatten bei der Sammlung zwar noch keine massive Gegenkampagne, wie sie bei der Abstimmung zu erwarten ist,
Doch das macht mich trotzdem zuversichtlich, dass wir, wenn wir es schaffen, die Wähler zu erreichen und kurz ihre ganze Aufmerksamkeit zu erhalten, bei der Abstimmung eine Chance haben zu gewinnen. Die Argumente haben wir, den Willen auch. In diesem Sinne wünsche ich uns allen eine erfolgreiche Kampagne und euch weiterhin einen freudigen Abend. Herzlichen Dank.